Ihr wartet schon seit Ewigkeiten auf den Release eines Spiels? Wir haben gute Neuigkeiten für euch und eine Top 10 zusammengestellt mit heiß erwarteten Games, die höchstwahrscheinlich noch dieses Jahr, worst case nächstes Jahr rauskommen und deren Fangemeinden schon im Kreis laufen vor Aufregung. Übrigens werdet ihr die meisten Games auf dieser Liste auch bei Instant Gaming bekommen, wenn es soweit ist. Da bekommt ihr die besten PC-, Mac- und Konsolenspiele mit bis zu 70% Rabatt und das vor allem sicher. Den Support könnt ihr rund um die Uhr erreichen. Wenn ihr eure Spiele also günstig, schnell und zuverlässig haben wollt, dann besucht die Website, erhaltet den Code eures Wunschgames und ihr könnt sofort loslegen. Wir packen euch den Link in die Videobeschreibung. Und schon geht's los! Auf Scorn warten Fans jetzt schon 7 Jahre. Das atmosphärische Horrorgame wurde bereits 2015 angekündigt. Und endlich gibt es Neuigkeiten, und zwar diesen Gameplay-Trailer und das Release-Datum, den 21. Oktober dieses Jahres. Das kündigten die Entwickler auf dem diesjährigen Xbox und Bethesda Games Showcase-Event an. Alles an diesen Gameplay-Szenen wirkt verstörend und gruselig. Was nicht verwundert, denn das Horror-Adventure ist von H.R. Geiger inspiriert, der auch für die Alien-Filme gearbeitet hat. Ursprünglich war damals ein Release-Termin für 2018 geplant. Es gibt viele Fans, die das Projekt mangels Info bereits abgeschrieben hatten. Unter dem neuesten Trailer für Callisto Protocol, der gerade mal eine Woche alt ist, stehen Kommentare wie: "Genau nach dieser Atmosphäre habe ich in einem Horrorgame gesucht." Und: "Ich bin froh zu sehen, dass die Macher des originalen Dead Space wieder ihre bewährte Formel anwenden." Das Horror-Survival-Action-Game stammt vom Entwicklerstudio Striking Distance. Und dieses Studio wurde von Dead Space-Schöpfer Glenn Schofield gegründet. Der Mann wird also wissen, was er tut. Der Trailer sieht schon mal phänomenal aus. Es wird abartig und bizarr. So haben uns die Macher jedenfalls ihr Werk angekündigt. Der Schwierigkeitsgrad soll hoch sein, sogar auf normal. Und wir werden uns für jeden Gegnertyp einen Plan zurechtlegen müssen, sonst stirbt unser Charakter. Am Ende soll ein gigantischer Endboss auf uns warten. In einem Interview mit GamePro wurden sie gefragt, ob sie Bedenken hätten wegen der USK oder Angst vor Zensur. Doch ihre Antwort war: "Es gibt einige echt abartige Todesarten mit riesigen Blutfontänen. Aber Jacob, unser Charakter, versucht eben nur die Welt zu retten. So werden wir das Spiel auch der USK anpreisen." Callisto Protocol wird am 2. Dezember erscheinen für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X. Dragon's Dogma 2. Dragon's Dogma von 2012 zählt zu einem der besten Action-Rollenspiele des letzten Jahrzehnts. Und endlich haben wir die Bestätigung erhalten, dass eine Fortsetzung kommt. Dragon's Dogma 2 befindet sich in der Entwicklung und macht mit diesem Statement Tausende von Fans glücklich. Capcom hat während des Jubiläums-Livestreams zu 10 Jahren Dragon's Dogma die Fortsetzung offiziell angekündigt. Nur mangelt es uns an Details. Bis jetzt kennen wir nur das Logo, wir haben keinerlei Infos über Gameplay, Release-Date oder auf welchen Konsolen das Spiel erscheinen wird. Was bestätigt wurde, ist, dass Game Director und Level Designer dieselben sind wie im Original, was Fans feiern. Wahrscheinlich werden wir auf der Gamescom dieses Jahr mehr erfahren. Wir halten euch auf dem Laufenden. Bad Boy. Bayonetta 3 wurde bereits bei den Game Awards 2017 vorgestellt. Dann haben wir nichts mehr von dem Spiel gehört. Jahrelang. Bis dann letztes Jahr endlich ein Trailer rauskam, der Fans hypte und gierig machte auf einen festen Release-Termin. Das letzte Spiel kam 2014 raus, also ist eine Fortsetzung längst überfällig. Und Platinum Games legte sich fest, Bayonetta 3 soll noch dieses Jahr erscheinen. Wir sind gespannt, ob sie das noch hinkriegen. Das Action-Game wird exklusiv für die Switch erscheinen und neben einem neuen Look der Umbra-Hexe auch neue Spielmechaniken mit sich bringen. Genauere Infos sind Mangelware. Das Einzige, was aus Präsident Atsushi Inab herauszukitzeln war, ist, dass es für sein Team in Bezug auf die Kreativität im Spiel keine Einschränkungen gab und Nintendo ihnen freie Hand ließ. Und es wird leider keinerlei Nintendo-Kostüme im Spiel geben, weil sie das bereits in Bayonetta 2 gemacht haben und sie eine Wiederholung langweilig finden würden. Uns hätte es jedenfalls nicht gestört. Ein absolutes Highlight ist auch die Ankündigung für die Fortsetzung von Hollow Knight. Das unglaublich beliebte Indie-Game bekommt einen zweiten Teil, der Hollow Knight Silksong heißen wird. Und der soll laut des offiziellen Xbox-Kanals in den kommenden 12 Monaten erscheinen. Entwicklerstudio Team Cherry zeigte auf der Xbox Games Showcase einen ersten Gameplay-Trailer. Wusstet ihr, dass der erste Teil bereits 2017 rauskam? So lange warten wir jetzt schon auf diese Fortsetzung. Der Trailer ist nur 1 Minute lang, aber das Gameplay wird von Fans bereits bis ins Detail zerlegt und analysiert.
Wie es aussieht, setzt auch der Nachfolger weiterhin auf die erfolgreichen Gameplay-Elemente des ersten Teils. Ein Kommentar unter dem Trailer fasst zusammen, was viele denken. Ich bin bereit zu warten, wie lange es auch immer dauern wird, wenn das bedeutet, dass das Spiel so gut werden wird wie im Trailer. Look at you, hacker. A pathetic creature of meat and bone. Auf kaum ein anderes Spiel mussten Gamer so lang warten wie auf dieses Remake. Fast 30 Jahre ist das Sci-Fi-Action-Abenteuer System Shock alt. Und bereits 2018 kündigten sie das Remake an. Es gab Probleme während der Entwicklung, sodass es jahrelang still blieb um das Projekt. Doch jetzt gibt es wieder Infos. Entwickler Night Dive Studios erklärte, dass sich die Arbeit im Endstadium befinden und noch dieses Jahr veröffentlicht werden würde. Der Beta-Build soll dann zuerst für Unterstützer auf Kickstarter zur Verfügung gestellt werden. Das Spiel sei aber bereits von Anfang bis Ende spielbar und durchlaufe jetzt die Qualitätssicherung. Was Fans wohl am meisten freuen wird, ist die Aussage, dass Night Dive Studios versucht, dem Kanon des Spiels treu zu bleiben. Sie wollen das Spielerlebnis lassen, wie es ist, nur mit Feinschliff. Sprechen wir kurz über Skate 4. Nach einer gefühlten Ewigkeit an Gerüchten und Fehlstarts hatte EA auf dem EA Play Event im Juni 2020 endlich bestätigt, dass sie an einem brandneuen Skate-Titel arbeiten. Es wird das erste neue Spiel der Skate-Reihe seit Skate 3 im Jahr 2010 sein. Ein offizielles Datum für die Veröffentlichung von Skate 4 wurde noch nicht bekannt gegeben. Aber Insider gehen davon aus, dass das Spiel frühestens Ende 2022 oder 2023 erscheinen wird. Ende März 2022 enthüllte Leaker Tom Henderson, dass sich das Spiel schon eine ganze Weile in der Testphase befand. Was darauf hindeutet, dass ein Release nicht mehr allzu weit entfernt sein könnte. Ja, auch sowas kann passieren. Das Team hinter Routine kündigte ihr Spiel bereits 2012 an. Doch dann änderten sie nach langer Entwicklungszeit plötzlich die Richtung. Sie begannen nochmal von vorne, weil sie unzufrieden waren, wohin sich das Spiel entwickelt hatte. Sowas frisst, wie wir wissen, Zeit. Auf dem Summer Game Fest dieses Jahr präsentierten sie dann endlich Infos und erste Trailer. Es wird atmosphärisch und furchterregend. Unser Astronaut spaziert in der Ego-Perspektive durch eine menschenleere Raumstation. Und wir können den Horror hinter der nächsten Ecke bereits fühlen. Was für Fans auch noch interessant sein dürfte, am Soundtrack von Routine wird der australische Komponist Mick Gordon arbeiten, der vor allem für seine Beats aus Doom und Doom Eternal bekannt ist. Schon 2018 teased der Entwickler BioWare mit einem ersten kurzen Trailer und den Worten The Dread Wolf Rises den vierten Teil der beliebten Dragon Age-Reihe an. Seither wurde es ziemlich still um Dragon Age 4, aber jetzt hat BioWare endlich ein Lebenszeichen von sich gegeben und den offiziellen Titel der Fortsetzung enthüllt. Der vierte Teil wird Dragon Age Dreadwolf heißen. Der Titel ist für eingefleischte Fans kein Geheimnis. Der Antagonist aus Dragon Age Inquisition wird eine zentrale Rolle spielen. Der Dreadwolf ist der Titel für den elfischen Gott des Verrats und der Rebellion, der die anderen Götter betrogen hat. Ein festes Release-Datum steht noch nicht fest, aber die kryptischen Worte „Das Spiel wird dieses Jahr nicht mehr erscheinen, aber wir nähern uns dem nächsten Abenteuer“ könnte darauf hinweisen, dass es 2023 soweit sein wird. Wir gehen jedenfalls fest davon aus. Auch Witchfire wurde bereits 2017 angekündigt und verschwand dann erstmal von der Bildfläche. In dieser Dark-Fantasy-Welt trifft der Spieler auf monströse Kreaturen, Mutanten und Zombies. Es handelt sich um einen Action-Shooter aus der Ego-Perspektive mit ziemlich düsterer Atmosphäre. Beim diesjährigen Summer Game Fest gab es endlich einen neuen Trailer. Das Spiel soll laut der Entwickler sogar noch dieses Jahr erscheinen, wenn auch nur im Early Access. Sind schon ein paar Perlen dabei, was? Wir gehen mal schwer davon aus, dass ihr auf mindestens eins dieser Spiele gehypt seid und den Release-Termin fest im Auge habt. Lasst uns wissen, welches Spiel das ist. Und jetzt habt noch einen tollen Tag und danke fürs Zuschauen. Übrigens wurde unser letztes News-Video aufgrund der Themen demonetarisiert. Wir packen euch den Link in die Videobeschreibung. Denn das Video ging unter, weil es nicht vorgeschlagen wurde. Schaut mal rein. Danke nochmal und bis zum nächsten Mal.